Vielleicht kriegen wir es ja diesmal an. Zumindest hatten wir einen gewissen Überraschungsangriff. Auf der anderen Seite bin ich auch schon wieder fast tot. Ja, ich komm da runter. Oh, so mag ich das. Für dich. Ich werde den Boden mit dir aufwischen. Genau. Werf einen rüber, BD ein. Oh, jetzt hast du ein Problem. Sehr gut. Toll, was man so findet. Toll, was man so findet. Was gefunden, Kumpel? Lag da einfach so. Die Haxionbrut. Die ein bisschen an Mandalorian erinnern. Diese Aufzug nochmal. Das. Oh, okay. Das war kein Seilseil. Was sah aus wie ein Aufzug mit so einem Seil? Das war kein Aufzug mit so einem Seil. Aber das sieht voll nach sowas aus. Komisch. Ah, der ist unten. Okay. Ich jetzt wieder den Rückweg finden, ne? Hier. Jetzt habe ich auch endlich meine drei Pünktchen. So, füllt Machtanzeige auf. Das hätte ich. Warte, ist das auch wirklich da drauf? Ja. So, jetzt sind die ollen Schwestern wieder da. Hä? Ah! Irgendwie. Blockieren, also wenn ich Blocken drücke, meditiert er auch, komischerweise. Obwohl das eigentlich eine andere Taste ist, sein sollte. Warum kann eigentlich die wir da jetzt mitgenommen haben, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit M, ihre Schwestern da jetzt nicht zurückrufen? Warum muss ich da immer noch gegen die kämpfen? Und wieso habe ich nie diese eine Tür aufgekriegt? Warte. Jetzt ist sie grün. Da war das eine andere Tür, die ich meinte. Bin ich ganz sicher. Ich habe das Durchquetschen war jetzt nicht umsonst. Da vorne ist die immer noch rote Tür. Hm, sehr merkwürdig. Und da hinten und unten gab es auch noch zu stellen, wo ich nicht war. Deswegen habe ich auch nur 85% erkundet.
Möchte ich dahin? Ich weiß nicht. Ach, wieso bist du denn da jetzt nicht drauf gelandet? Au. Oh, klar. Warum? Warum nehme ich das Seil, wenn er springen kann? Warte mal, wo wir schon hier unten sind. Hallöchen, Wilonka. Wo ist das denn, wo ich jetzt hier nicht war? Jetzt ist es weg. Das ist echt nur irgendwie so ein... Irgend so eine Ecke. Wo ich einfach nicht hin bin und da aber nichts ist. Das ist ja merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich ganz da hinten jetzt nochmal hinkomme. Ich muss aber irgendwie trotzdem wieder hier raus. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich jetzt wieder zur Mantis zurückgefunden habe. Ach je, das war eine dumme Idee, hier runter zu gehen. Ganz dumme Idee. Ich hätte manchmal gerne so eine Schnellreise zu Mantis. Also wenn man halt das Ziel erreicht hat in dem Gebiet, dass man einfach auch Schnellreise machen kann. Ich meine, der Rückweg hat zwar manchmal halt noch den Vorteil, dass du halt irgendwelche Gebiete nochmal checken kannst, wo du noch nicht warst, aber wenn man das halt irgendwie nicht machen will oder muss, dann und sich verläuft, so wie ich jetzt, das ist scheiße. Keine Ahnung, wie es hier rausgeht. Das ist im Prinzip eigentlich, glaube ich, über die Brücke. Die ich von hier aus nicht sehe. Aha, ich komme von hier aus nicht auf die Brücke. Ich kann ja irgendwie cheaten. Mit dem Ding. Ja, ich müsste nämlich da halt durch. Ich glaube, dahinter ist die Brücke, die mich schneller wieder zurückbringen würde, aber ich komme da nicht hin. Ach, das ist dezent nervig gerade. Wäre ich bloß oben geblieben, ne?
es auch nicht mal irgendwie so eine Abkürzung, oder? Hier, warte mal, ich stehe doch. Eigentlich sollte hier ein Seil sein. Ah. Da, okay. Immerhin. Aber dann komme ich doch wieder nur in den Unterbereich, oder sehe ich das falsch? Und da ist nochmal ein Seil. Wie weit bist du momentan im Spiel? Ich glaube schon relativ weit. Gegen Ende jetzt. Aber also ich spiele es das erste Mal, deswegen kann ich es nicht so ganz einschätzen. Okay, das ist, ich glaube, genau, das war das da, wo wir eben runtergekommen sind. Gut. Ja, Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur noch dahinter zu meinem Schiff. Kannst du nicht fliegen? Ich weiß nicht, ob ich durch diese Tür gehen wollte. Toll, Abkürzung freigeschaltet. Yay. Nicht die, die ich wollte, aber ja. Wäre ich nämlich einfach hier weiter, wären wir da draußen gewesen. Jetzt so, als wäre nichts passiert. Wir sind gerade aus dieser Kammer gekommen, haben uns diesen Maliko gestellt. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich habe es nicht so mit Namen. Und haben die Liste gefunden. Mit den begabten Kindern. Und darauf trinken wir jetzt ein. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease? Das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Sorry für das Und Ruckeln. Wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm, das hat sich wieder gefangen. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ja, das hätte alles schlimmer laufen können. Ich verstehe nicht, was du sagst. Eine neue Verbündete. Also, nachdem sie uns geholfen hat, erklärte Cal, er sei wegen des Atriums nach Dotumi gekommen. Marin versprach ihm zu helfen und schließlich fanden sie ein Astrium in Kuyets Grab. Da sie mehr über die Galaxis erfahren und ihrem Volk eine Zukunft sichern wollte, beschloss Marin, Cal auf seiner Reise zu begleiten. Die Crew ist bereit, nach Bogano zurückzukehren, um sich auf die Suche nach dem Holocron zu machen. Was war jetzt nochmal das Holocron? Wir sind jetzt in Kapitel 5. Wie viele Kapitel hat das Spiel denn? Ich weiß nicht. 6 wahrscheinlich dann. Wir reden später, Cal.
sie ist damit beschäftigt, uns ein neues Crewmitglied zu beäugen, glaube ich. Hey, Grease! Rufst du mich? Sind diese Ranken sicher? Sie werden ziemlich groß. Ja, es ist ganz schön anstrengend, sie jeden Tag zu schneiden. Aber die sind okay. Außer ich vergesse, sie zu schneiden. Sehr beruhigend. Ich kann sie ja mit dem Lichtschwert schneiden. Wenn er es nicht hinkriegt. Dann mal los. Okay. Auf den Anfangsplanet zurück, den ich schon zu 96% erkundet habe, tatsächlich. Dieser Cordova strapaziert mein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu dem Sepho und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Sahst du nicht eben noch da hinten? Hat sich bestimmt teleportiert. Das funktioniert. Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Aber ich meine, sie hat ja nicht Unrecht, ne? Vielleicht sollten wir die Liste möglichst schnell zerstören. Yay, wir haben ein Pando-Level-Up. Ich habe übrigens nochmal geguckt, Pando hat 75 Level und alle 15 Level sollte er eigentlich irgendwie seine Farbe ändern. Sein Stirnband oder so. Oder kann. Ich weiß nicht, ob ich das manuell machen muss. So, wir sind wieder auf dem ersten Planeten. Was soll ich hier überhaupt dann jetzt tun? Der übrigens mit am unspannendsten ist, finde ich. Am wenigsten. Also er ist einfach langweilig irgendwie. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Grüner. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält.
Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Gut. Kerl, hast du kurz Zeit? Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Ich weiß nicht. Bin ich sicher, aber ich versuch's. Viele sind auf dich angewiesen, ob sie es wissen oder nicht. Zweifle nicht an dir, Kyle. Ist immer wieder schön, mit dir zu reden. Hast du noch was zu sagen? Nämlich ihr letzten Wort. Hey! Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo... Kron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Dankeschön. Dein Pando wie Pokémon? Nicht wirklich. Ist einfach nur unser Stream. Haustier. Rechts unten. Siehst du es eingeblendet? Ich wollte gerade mit der Maus drauf, aber ich habe ja gar keine Maus hier in dem Game. Du kannst mit den Kanalpunkten füttern, was zu trinken geben und mit dem spielen. Öffnen das Gewölbe. Welches Gewölbe wäre das denn? Dieser Tempel da hinten. Ja, okay. Also Full Circle, da wo man angefangen hat. Da muss man jetzt wieder hin. Ich versuche den kürzesten Weg zu finden. Mit anderen Worten, ich werde mich jetzt noch 10-mal verlaufen. Das Seil nutzen oder komme ich darüber? Voll gecheatet, aber es hat funktioniert, ist mir egal. Der hat sich nicht festgehalten, der hätte da nicht rüberspringen sollen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Ich muss da. So, da haben wir uns nämlich so ein bisschen Weg erspart, glaube ich. Jetzt hätte ich da halt irgendwie dann wieder runter und dann dahin wieder hoch. Ja, okay. Das wäre auch gegangen. Ey. Wer hat dir erlaubt, wegzuspringen? Was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Ich meditiere zur Sicherheit nochmal hier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Los, BD. Wieder durch enge Spalten. So. Ich
dasselbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Was ist mit der Wand? Was ist überhaupt ein Holocron? Ja, sehen wir nach. Ich sehe mich selbst. Großartig. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Der ist echt groß. Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Zwilling. Der zwinkert sogar. Die Zukunft gefällt mir jetzt aber nicht so, ne? Weitergehen. Meister Kestis hat sich gut angehört, aber... Will Kestis? Die Spoiler. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis. Rücke vor. Tja, wollen wir wirklich die Jünglinge holen? Dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Ich habe Angst. Was wird jetzt geschehen? Oh, gut, gefoltert werden sie auch noch.
unhöflich, immer mit der Tür von der Nase zuzumachen. Das steht ihm auch, ne? Nein. Wir würden doch niemals auf die dunkle Seite wechseln. Ich spiele Atomic Hearts auf Xbox und das Wetter ist voll cool. Das ist sehr schön. Ich glaube, bei uns kommt jetzt doch der angekündigte Regen gleich. Alles kaputt machen muss. Das ändert leider, glaube ich, die Zukunft aber nicht. Ich hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben viel so Glück, viel machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Müsste eigentlich nicht die andere gegen die kämpfen? Wie du gesagt hast, ihre ehemalige Meisterin? Ich bin sehr stur. So Jedi-Logik-mäßig? Wieso muss ich das machen? Schon viel Schlimmeres ertragen. Interessante Move. Okay. Yeah. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay.
du wirklich Troller gelesen? Nein, die Gute heißt Triller. Und schon wieder ist sie weg. Eine Inquisitorin wird geboren. Als die zweite Schwester Cal im Gewölbe auf Bogano attackiert, gelangt ihr Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Cal erfährt von Trillers Geschichte, als Ceres Padawan einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Cal für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holochron zu stehlen. Ich meine, wir haben ja schwer, dass uns nicht so viel bringt, weil sie jetzt das Holochron hat. Was ein Zufall, dass genau das passiert ist, was nicht passieren sollte, nämlich dass die Liste der Kinder in die Hände des Imperiums gerät. Und wie oft muss ich eigentlich noch gegen die kämpfen? Ich nehme das Meditationsding. Aber ich bin eigentlich dafür, dass, wie gesagt, ihre Meisterin am Ende gegen sie antreten muss. Also die ehemalige Meisterin. Ceres. Hallo. Fresschen. Hey, ich hab dir nichts getan. Nur in einem vorigen Leben. Ping-Pong-Spielen. Dafür kriegen wir dann später Pläne für den Todesstern. Kriegen wir die schon? Das ist nicht ein bisschen nachkehren. Ich weiß nicht, wie die Zeitlinie da ist. So, also auf den Rückweg kann ich natürlich das jetzt nicht machen, wie ich auf den Hinweg gecheatet habe. Oder... Schaffen wir hier einen Wallrun? Nein. Doch, fast. Hat fast funktioniert. Ein bisschen später. Ja, dass wir sie kriegen, ja. Aber das ist dann doch ein bisschen später. Wie komme ich jetzt am schnellsten zurück? Das war, glaube ich, schlecht. Könnte man eigentlich zwischen den Meditationspunkten hin und her beamen? Wäre schön, aber ich glaube nicht. Wenn, dann habe ich es jetzt das ganze Spiel über nicht bemerkt, dass man das könnte. Ich habe gesehen, was geschehen ist.
zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Und sterbt. Spaß. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Das finde ich immer noch so komisch mit der Sith-Klinge zum Jedi-Anhand. Sind ja auch Jedis. Jedes Schwert tut's. Ich hätte sie auch das Küchenmesser nehmen können. Sie hat das böse Schwert zu was Gutem benutzt. So musst du das sehen. So, infiltriere die Inquisition. Ich will mehr Ponchos. Ich habe so viele BD-Skins freigeschaltet. Sind wir jetzt eigentlich Kapitel 6? Ja, es hat dann noch drei. Ich nehme an, Kapitel 6 ist das letzte. Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Konzentrier dich auf deine Mission. Okay. Entschuldigung, wollte noch reden. Da steckt sich jemand im Luftschacht. Ich habe mich schon gefragt, wo du hin bist. Ich hoffe, dir geht's gut da oben. Es sind wahrscheinlich langsam zu viele Leute hier. Sie dachte, du flirtest sie an. Das tue ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, die Kristalle in denen sind je nach Original Jedi-Kristalle, aber die haben einen alten Sprung wie ihr Besitzer und deswegen sind sie dann rot. Ja, irgendwie so, genau. Und ich hatte jetzt, weil demnächst kommt ja auch diese Asuka-Serie und im Zuge dessen hatte ich irgendwie mitbekommen, dass bei ihr das so war, dass sie irgendwie tatsächlich so einen roten Kristall genommen hat oder halt irgendwie das Schwert von einem Sith genommen hat und dann ist in ihren Händen dieses Rot zu weiß geworden. Geht halt immer mehr darum, wer das Schwert führt und nicht, was das für ein Kristall ist.
wieder heile gemacht, genau. Okay, dann würde ich sagen, ist das aber eine wunderbare Stelle für mich, hier eine Pause zu machen. Das heißt, wenn ihr das Ende sehen wollt von diesem Spiel, müsst ihr es wahrscheinlich selbst nochmal spielen, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Was heißt nochmal? Selbst spielen. Oder gleich zum zweiten Teil. Denn ich denke mal, dass ich damit dann, da ich das ja auch privat immer so ein bisschen zwischen den Streams weiterspiele und jetzt wahrscheinlich am Wochenende nicht streame, dass ich das dann durch habe, bevor ich wieder streame. Deswegen. Im zweiten spielst du schon. Läuft der denn bei dir? Ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen trotz Patch das Problem, dass es nicht so gut läuft. Aber ich denke, beim zweiten Teil sieht man mich dann wieder. Ich wusste nicht, wie ich den Satz beenden wollte. Aber ich werde ja dann den zweiten Teil auch spielen. Und da werde ich bestimmt auch mal irgendwie einen Stream zu machen, denke ich.